zusammen, die nächste Frage. Hallo Mick, ist die Supplementierung von Glucosamin sinnvoll? Das hatten wir schon. Welche Supplemente sollte man bei Herz-Kreislauf oder sollten bei Herz-Kreislauf-Problemen nicht eingenommen werden? Servus, servus. Grundsätzlich sollten überhaupt keine Supplemente eingenommen werden bei Herz-Kreislauf-Problemen. Allgemein sollte auch nicht trainiert werden mit Herz-Kreislauf-Problemen, außer man hat da tatsächlich einen Kardiologen mal um Rat gefragt. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Supplemente nehmen sollte. Also ich kenne jetzt zwar keine, die jetzt auf das ein Herzproblem verursachen würden oder verschlimmern würden oder ein Kreislaufproblem verschlimmern würden. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt auf Booster, also alles, was irgendwie pusht oder so, würde ich auf keinen Fall irgendwie einnehmen. Aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwelche Supplemente darauf negativen Einfluss haben, wie gesagt, außer Booster, also Koffein, Tyrosin, die ganze Geschichte. Das würde ich auf jeden Fall weglassen. Aber allgemein, auf jeden Fall zum Kardiologen mit dir und fragen, was man überhaupt machen darf. Ja, weil da, also bevor man da irgendwelche Supplemente nimmt, und überhaupt, das ist eigentlich eine allgemeine Anmerkung von mir, bevor man überhaupt irgendwelche Supplemente nimmt, sollte man sich schon beim Arzt klar machen, ob man überhaupt körperlich in der Lage ist, ein Training oder ein bestimmtes Training auszuführen. Die Supplements sind ja, und das wisst ihr ja mittlerweile hoffentlich genug, die ihr mir zuschaut und vielleicht lange genug zuschaut, Supplements sind ja vielleicht noch für 1 bis 10%, wenn man beim Kreatin zum Beispiel bleibt, in der Wirkung das, was sie uns bringen. Ja? Und die Grundlage ist da natürlich erstmal überhaupt körperlich so tüchtig zu sein, trainieren zu können. Aber Supplements würde ich persönlich an deiner Stelle komplett gar nicht nehmen.